Grüezi zu Ihnen daheim und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind an dem 27. April. Wann hast du eigentlich Geburtstag, Susanne? 20. März, warum? Ja, nur so. Ich verspreche Ihnen heute ganz eine scharfe Sendung, weil unser Thema ist nämlich Indien. Wir kochen heute auch scharf mit einer guten Curry-Mischung. Und Sie wissen, es braucht Haufen Gewürze für eine gute Curry-Mischung. Sei es Kurkuma, dann Chili, dann Kreuzkümmel. Ich könnte jetzt auch ganz verschiedene Sorten aufzählen. Aber wichtig ist einfach, dass es eine gute Mischung, Haufen Gewürze. Weil wir aber nicht alle überkommen, habe ich mich für eine qualitativ hochwertige Fertigmischung entschieden, wo es nämlich Haufen von diesen Sachen drin hat. Wir machen heute ein Herdöpfel-Gemüse-Curry, dann ein Rüebli-Salat mit Erdnüsse und dazu ein Fladenbrot. Und das sind meine Zutaten. Starten wir gerade mit diesem Curry. Und da muss ich zuerst mal das Gemüse andämpfen. Ein bisschen Öl trainieren. Und dann kannst du mit Zwiebeln und den Ingwer gerade trainieren. Klar, trinken wir dann natürlich schön geraffelt, damit also es gut schmeckt und das Aroma gut rauskommt. So. Ja, tipptopp. Hier ein bisschen abstellen, das ist schön warm. Und jetzt soll ich gerade von dieser Curry-Mischung trainieren. Na, das. Die tun ich nämlich schön gut andämpfen. Das lohnt sich. Die Aroma werden viel intensiver. Und du probierst das ein bisschen. Nein, die ist scharf. Ist das da nicht so ein bisschen Wasser? Sie ist sehr scharf, aber riesig gut. Jetzt könntest du mir gerne die Herdöpfel drin geben. Ich tue es ablöschen mit Wasser. Ja, ich auch. So. Das Zudecken etwa eine Viertelstunde köcheln. Und anschließend kommen dann noch Gemüse rein. Das habe ich hier Zugetti und die Erbsen. Währenddessen, das am Köcheln ist, können wir hier beim Naan, bei unserem Fladenbrot, anfangen. Dann habe ich meinen Hefeteig gemacht. Speziell hier drinnen ist, dass ich Joghurt Natur trainiert habe. Das gibt ihm ein gutes Aroma. Ich habe den ganzen Teig in 8 Stückchen aufgeteilt. Und 4 habe ich hier so zu oval ausgewallet. Die gehen jetzt natürlich in den Backofen rein. Bei 240 Grad, etwa so während 8 Minuten. Schön wachen. Happy Birthday. Happy. Sie fragen sich sicher schon die ganze Sendung, was wir hier für Libri haben. Das sind Libri aus echten Biobaumwolle. Die stammt aus Maika, das liegt in Indien. Und gehört zu einem Förderprojekt, das GOB bereits seit 10 Jahren unterstützt. Der Anbau von Baumwolle ist oft mit grossen Problemen verbunden. Durch den Einsatz von Pestiziden und Kunstdünger werden die Böden immer schlechter und das Grundwasser vergiftet. Auch die chemische Behandlung der Fasern bei der Verarbeitung und das Färben ist zum Teil eine grosse Belastung für die Menschen und die Umwelt. Schon vor 10 Jahren hat GOB darum nach Alternativen gesucht und sich für das Förderprojekt Maikal in Indien entschieden. Rund 3'300 Tonnen Biobaumwolle wird dort jedes Jahr von Hand gepflückt. Chemische Entlaubungsmittel und giftige Spritzmittel sind verboten. Die Schädlinge werden mit natürlichen Methoden bekämpft und düngt wird mit Kompost. So, haben wir das noch ein bisschen gesalzen. Und jetzt kann ich das anrichten. Das ist ein wunderbares Geburtstagsmenü. He? Das ist super, ja. Müsstest du einfach schauen, ob das Geburtstagskind ein Indisch gern ist. Ja, das hat sehr gern sogar. Okay. Du kannst mir noch das Naan holen im Backofen. Die erste Portion ist gebacken, die ist gerade hier. Und jetzt kommt hier oben drauf noch ein bisschen frischer Pfeffermünz. Das ist natürlich ganz, ganz erfrischend und gut. Hier noch ein frisches Zwiegli. Und dann gehen wir noch an unseren Rüebli-Salat. Hier hat es einfach Haufen Naturjoghurt, Zitronensaft, Kokosnuss. Und jetzt kann man es anrichten. Genau. Das Töpfchen auf mich sind hier die Nüsse, die drin sind, die Erdnüsse. Und jetzt entsteht unsere indische Tafel. Okay. Und die essen ja ohne Besteck. Und mit zur Hilfe zum Löffeln nehmen sie das Naan mit der rechten Hand. Das Rezept können Sie noch aus der GOB-Zeitung oder im Internet. Und wir gehen mal zurück auf Maikal in Indien, wo sich die Situation für 1400 Familien, also rund 13'000 Menschen, mit der Unterstützung von GOB wesentlich verbessert hat. Neben Schulung und Beratung profitieren die Bauern von 20% höheren Preis für ihre Biobaumwolle. Kinderarbeit und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen werden nicht toleriert. GOB Natur allein ist heute die grösste Marke für biologisch und fair hergestellte Textilien aus Baumwolle. Sie ist modisch, attraktiv und bequem. Und sie ist gut zu ihrer Haut. Das wahre Wohlgefühl eben.
Das wäre ja so gewesen, die Sendung vom 27. April. Das... Mensch, ich habe deinen Geburtstag vergessen, René. Ah, du hast... Ja, ich habe ja Geburtstag, natürlich. Ja, das ist dein Geburtstagsmenü. Ja, das ist so lieb. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Ehrlich? Ja, das ist so lieb. Siehst du, eben. Danke vielmals.